Nur eins ist beständig, das ist die Sehnsucht, das Heimweh, die Nostalgie, die mich treiben, das sagte Lionel Feininger. Der musste Deutschland während der Nazizeit verlassen und hinterließ Bilder, die wirken, als wäre die Welt voller Glasscheiben. Die Flächen verrücken, verfärben, geometrisch verformen, als würde sich nichts mehr so anfühlen, wie es eigentlich organisch mal gedacht war. Für mich sieht ehrlich gesagt Heimweh genauso aus. Heute vor 150 Jahren wurde der Künstler geboren. Hier der Stichtagbeitrag von Thomas Hartmann. Geometrische Figuren schieben sich ineinander, überdecken sich. Sie bilden Formen aus, Dinge, schaffen Tiefe, Raum. Das Gemälde, dominiert von bläulichen und grünlichen Farbtönen, weckt Assoziationen hin zu Glas, Kristallen, Eis. Brücke 5 heißt das Bild. Freilich ist hier eine Brücke schwerlich zu erkennen. Aber kommt es darauf an? Der Schöpfer, Lionel Feininger, sucht das Wesen der Dinge darzustellen, die Welt, die jenseits der liegt, die das Auge wahrnimmt. Die Gesetze der Natur, hinter die wir kommen, wenn wir gestalten können, sind und bleiben für andere ungeahnt. Ja, unsere Sensibilität, unsere Empfindungsfähigkeit, die sind's, die nur uns sichtbare Naturgesetze offenbaren. Eigentlich kommt der in New York geborene Sohn eines Geigers und einer Sängerin 1887 nach Deutschland, um sich der Musik zu widmen. Stattdessen bringt er Karikaturen aufs Papier, kommentiert in Satirezeitschriften politisches, spießiges, zwischenmenschliches. Mit Erfolg. Ich spüre die Genugtuung zu wissen, dass ich nach und nach ein populärer Künstler werde, der Anerkennung wie Dankbarkeit für seine Mühe findet. Auch wenn Feininger dann sogar Comicserien über den Teich nach Chicago verkauft, auf die Dauer ist ihm das zu wenig. Im Gewerbe Karikatur ist allzu viel Auftrag, es bleibt zu viel, was er nicht umsetzen kann. Grotesker Gedanke, verdammt zu sein, in ewiger Travestie zu schaffen. Im Innern ein Himmel von Schönheit, die Alltagsphilister niemals so empfinden können. Kein Wunder, dass wir Karikaturisten alle melancholisch werden. Schließlich findet er den Mut, sein Leben neu zu entwerfen. Als Feininger 1905 auf die Malerin Julia Berg trifft, hat er mit ihr einen Menschen gefunden, an dessen Seite er zu neuen Ufern strebt. In Paris, bei Aufenthalten an der Ostsee, im geliebten Thüringen, durch Freundschaften mit anderen Malern der Moderne, findet er zur eigenen künstlerischen Sprache. Er hat ja diese Landschaft um Weimar in Thüringen hier mit dem Rad erwandert und Dorf für Dorf und Kirche für Kirche den Ilmpark. Es gibt zig Skizzen aus dem Ilmpark, Baum um Baum. Das ist nur aus einer tiefen Liebe zur Landschaft zu erklären. So der einstige Direktor der Weimarer Kunstsammlungen, Rolf Bothe. Den Reifeprozess als Künstler umreißt Feininger einmal so. Die farbigen und stark dekorativ bewegten Arbeiten aus der Zeit 1909. Dann 1911 die verfeinerten Sachen, Übergänge zum Kubismus. 1912 schon bewusster und weniger impressionistisch. 13, 14 schon ganz straff und kubisch. 1919 geht Feininger ans Bauhaus. Bis 1937 bleibt er in Deutschland. Dann kann und will der Maler nicht mehr in einem Land leben, in dem Fantasie in der Kunst und Abstraktion als absolute Verbrechen gelten. Er geht in die USA zurück, in eine Heimat, die seine Heimat nicht mehr ist. Aber das Deutschland, das ihm Heimat hätte sein können, existiert nicht mehr. Die Nazis haben es zertrümmert.